Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich wünsche allen Pärchen und allen anderen Leuten einen schönen Valentinstag. Ich bin heute auch am Valentinstag unterwegs. Leider nicht mit meiner Freundin, aber mit einer sehr guten Freundin. Es geht auf Forelle. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr habt es euch gewünscht. Los geht's. Ist der Boden weich oder hart? Auf dem Grund? Nein. Achso, hier, hart. So, Freunde, jetzt am Forellenhof angekommen. Ich habe zwei Routen dabei. Einmal eine Fiederroute, einmal eine Matchroute. 2500er Kurbel, 0,35er Monofilenschnur und ja, ganz einfach bestückt mit einer Bleikugel, 2 Meter langen Forellenvorfach, darauf nochmal ein kleines Bleischrot, nochmal 60 cm vor den Haken, damit der 60 cm über dem Grund auftreibt. Und das ist schon alles. Wir versuchen es jetzt erstmal passiv, ob es dann was wird, wissen wir nicht. Wurden gerade schon Forellen besetzt und eine haben wir auch schon am Rand gesehen. Ja, steht eigentlich nichts im Wege. Wir bauen mal auf. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich beim ersten Biss, Leute. Ich zeige noch einmal kurz die Köder. Das Vorfach liegt hier unten schon. Bienenmaden, dann zwei verschiedene Pasten. Beides Garlic, einmal so Rainbow und einmal ganz in Schwarz. Da kann man die beiden noch mischen. Mit Schwarz habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht und Jessica halt mit dem Rainbow. Probieren wir das mal. Ich mache eine Kombi, einen kleinen Haken, 6er Haken. Darauf eine kleine Kugel von den beiden und dann eine kleine Bienenmade drüber. Und ohne Witz, hier vorne beißen die auch. Ja, Mann. Haben hier Focko und Tim die ganze Zeit gefangen. Ob das immer so ist, weiß ich nicht, ne? Also erstmal eine kleine Kombi hier. Ein bisschen zusammenpressen ist besser. Dann hält er gleich besser. Dann roll ich den ein bisschen ein. Natürlich immer darauf achten, dass der Haken so ein bisschen frei bleibt. Die Hakenspitze, so. Hier ein bisschen plätten, das reicht schon. Dann stülpen wir da noch eine Bienenmade drüber und dann geht's ab. Einen vernünftigen Anschlag setzen, aber nur wenn ihr weiche Routen habt und dann geht auch nichts schief. Mit der Bremse natürlich spielen. Bremse immer ein bisschen offen lassen, falls große Forellen unterwegs sind. Und auch zum Drillen ist es viel einfacher für euch. Habt ihr nicht so eine hohe Aussteiggefahr. So sieht das Ganze dann aus. Mmh, yummy, yummy, yummy. Da ist die erste, Leute. Jawohl. So, meine Freunde, die erste wunderschöne Regenbogenforelle ist am Valentinstag rausgekommen. Freut mich sehr. Ich bestücke einmal neu, dann geht's weiter. Die nächste, Freunde. Genau am Holz. Jawohl!
schönes Ding. Kannst du mal den Fenster? Natürlich. Bitte. Schön. Petri Jessica. Geil. Oh. Ich hab jetzt gar nicht mitgerechnet. Nee, meine ich auch nicht. Schön, da ist wieder eine. An der Oberfläche wieder. Jessica räumt wieder ab hier. Kannst du mir die wieder rausholen? Also jetzt gehe ich auch auf Oberfläche, jetzt reicht's. Ja. Mach Radau, die Kleine, ne? Ja, muss ich auch. Schön, Petri. Haha, läuft! Ja, Freunde, das war wieder Action geladen. Also hier, die Kamera stand hier vorne. Ich wollte ja eine Live-Aufnahme davon machen, wie es beißt. Und auf einmal sehe ich das Ding nach vorne kämen. Ich schreie, nein! Spring hinterher und fast selber wieder mit drinnen gelandet. Aber die Kamera ist wasserdicht, das läuft. Nächste Biss, wieder an der Kante. Jawohl, Löwe. Ich hab doch ohne Bremse arbeiten. Ja. Geil. So raus die Fritte. Ja. Play. Schön, Freunde. Gerade die erste Montage wieder ausgebracht. Guck nach rechts, zieht sie schon wieder ab. Auf zwei Bienenmaden, 60 cm unter der Oberfläche eingestiegen. Und der Witz ist, sie beißt immer noch nur am Rand. Ich fass aus wie so ein kleiner Leopard. Komm raus. Jo. Ein Flatterlachs. Yes, und wieder schön gehakt. Nur Maulwinkel. Ah, das ist immer geil. Ja, das musst du mir auch zeigen, wie man Fische fängt und nicht nur vergeicht. Guckt euch dieses Prachtexemplar an. Ja. Oh, schön, oder? Mindestens 4 Kilo. Naja, nee, auf den Räucherofen sind die echt perfekt. Ja. Das gibt wieder richtig geilen Geschmack. Läuft! Petri! Ja. Zander, oh doch nicht, Forelle. Kann doch nicht so viel, sonst hab ich gleich. Schön, Jessica. Also ihr seht schon wieder, Jessica ist wieder am Durchdrehen. Sie holt hier die alten Hasen so gegen die Wand. Da kennt sie nichts. Oh, hier! Der wollte nicht mehr da drinnen bleiben, du. Der will in die Pfanne. Geil. Petri, Jessica. Ja, moin. Servus, moin. Ja, meine lieben Freunde, ein kurzer, aber erfolgreicher Angeltag hier am Forellenhof geht jetzt vorbei. Zu Anfang, also so gegen Mittag war das, gegen 13 Uhr hatten wir so die beste Beißphase und zum Nachmittag hin, wo es wieder kühler wurde, hat sich es leider ein bisschen eingegrenzt. Jetzt zum Ende konnten wir nicht mehr viel erwischen. Jessica hat noch ein paar richtig schöne gefangen. Auf der gegenüberliegenden Seite sind auch noch zwei Leute, die haben auch noch ein paar Forellen gefangen. Und ja, war an und für sich ein ganz schöner Tag. Ich habe euch kurz mitgenommen, mal wieder ein bisschen Forellen angeln. Für uns ist jetzt hier heute Feierabend. Wir gehen jetzt noch ins Schlachthaus, ein bisschen schlachten. Und für euch heißt es, falls ihr Bock habt, noch mehr zu sehen, abonnieren, die Glocke drücken, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns die Tage. Schönen Abend. Tschüss.